René Ballsteiner, lieber René, einen wunderschönen Vormittag hier an dich. Guten Morgen, Bianca. Hallo. Servus. Große Frage ist jetzt natürlich, du bist extra aus Wien hingeflogen, nach Berlin. Zuerst einmal, man liest extrem viel in den Medien. Man sieht wirklich zwei Seiten. Einerseits die Polizisten, die angegangen werden von einer gewissen Gruppe. Andererseits Polizisten, die sich gegen andere Demonstranten, die friedlich wirken, wieder sehr wehren. Kurz einmal dein Resümee zu Beginn dieser Demonstration am Samstag. Wie ich das schon am Samstag gesagt habe, dort wo ich war, war alles friedlich. Natürlich haben sich da Komplikationen eingeschoben, durch das, dass die Polizei wirklich ab 10.30 Uhr die Zugänge zu diesem Demomarsch gesperrt hat. Also die hat einfach nicht mehr die Leute durchgelassen. Das waren noch Hunderttausende, die was an den Absperrungen im Endeffekt gestanden sind, überall in der Stadt verteilt. Und die Polizei hat das einfach zugemacht und die Leute nicht mehr durchgelassen und diesen Demozug auch nicht starten lassen. Die Begründung war, laut Veranstalter, dass es am Mittwoch war ja die Demo abgesagt, am Donnerstag, am Freitag wurde sie dann wieder freigegeben, natürlich unter gewissen Voraussetzungen, dass man halt diese Mindestabstände einhält und natürlich auch die Maske trägt. Ist aber bei diesem Andrang nicht mehr möglich gewesen, zusätzlich natürlich noch auch von der Polizei verstärkt geworden, durch das, dass sie diese Zone dann immer kleiner gemacht haben. Das heißt, die Polizei hat dann mit Polizeiwagen das Ganze immer weiter zugesperrt sozusagen, das heißt eingekesselt. Man hört immer wieder, dass die Situation außer Kontrolle geraten ist. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass sich vor Ort teilweise chaotische Szenen abgespielt haben, insofern man sich diesem Kern, diesem Kessel der Demonstration genähert hat? Eben nicht. Also beim Brandenburger Tor, bei der Hauptveranstaltung, bei der Siegessäule, das war es auch von den Querdenkern im Endeffekt war, dort war nicht der Fall. Dort war auch eine Gegendemonstration von circa 2000 Antifa-Leuten. Auch dort ist nichts passiert, wo man sagt, okay, jetzt wäre eine Gefahr davon ausgegangen. Später natürlich beim Brandenburger Tor ist es zu einem Zwischenfall gekommen, was die Medien in Deutschland sehr aufpushen, wo man sagt, dass Rechtsradikale haben den Reichstag gestürzt und so. Es gibt Videos im Internet, auf YouTube, wo Gott sei Dank hat jeder heute ein Handy und jeder filmt brav mit, wo man sieht, wie das Ganze angefangen hat. Das hat damit begonnen, dass es waren ja mehrere Demonstrationen. Es war ja nicht nur eine Demo angemeldet, sondern es waren circa 1000 Demonstrationen angemeldet. Deswegen kann man auch nicht sagen, eine Demo wurde verboten, weil wirklich es waren mehrere Demonstrationszüge und Demos angemeldet. Nicht nur eine, die von Querdenken im Endeffekt. Und auf einer Hauptbühne muss jemand gesagt haben, dass der Präsident Trump angeblich kommt. Und dadurch war das ein Signal von Frauen waren das im Endeffekt, die was die Absperrung als erster durch aufgemacht haben. Dadurch sind dann die Leute alle rübergerannt. Das waren aber Kinder, da waren ältere Personen dabei, da waren verschiedene Menschen im Endeffekt, jetzt kann man nicht sagen, das waren aggressive Reichsbürger, die was da das wird ja wie ein Terrorakt dargestellt, terroristisch durchgestürmt sind, sondern das waren ganz normale Leute, die was halt auf die Stiegen raufgelaufen sind und sich dann dort hingesetzt haben. Wie die Polizei dann vorgegangen ist, äußerst aggressiv, ohne Deeskalation. Das heißt, die haben nicht gesprochen, sondern wirklich nur mit den Schlagstöcken und mit dem Pfefferspray auf die Leute eingeschlagen und so wieder die Leute zurückgedrängt, was aber massiv übertrieben war. Weil es war, die Menschen sind einfach vorgegangen, das war's. Und es wird so aufgepusht, dass ich nicht verstehe. Die Frage ist ja auch, wie viele Leute waren tatsächlich vor Ort? Man hört immer von, ja, um die 40.000 hat man am Anfang gesagt, aber es müssen doch irgendwie mehr gewesen sein. Naja, ich weiß nicht, wo die deutschen Kollegen zählen gelernt haben. Bei 89.000, bei der ersten Demo hat es auch schon krass 15.000. Aber ihr müsst euch das mal so vorstellen, es war komplett Berlin voll. Der komplett von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor in beide Richtungen alles voll, von Brandenburger Tor bis zu dem Bahnhof nach hinten, also die Straße des 17. Juni, komplett voll unter den Linden bis zurück um die Ecke dann zum Bahnhof, vom Bahnhof nochmal so circa 2 Kilometer nach vorne, alles voll. Ich selber bin um circa 18 Uhr von der Veranstaltung dann weg, weil wenn man rausgegangen ist aus dieser Einkesselung, durfte man dann nicht mehr reingehen. Ich musste unbedingt raus.
bin dann nicht mehr reingekommen, habe mich dann ins Taxi gesetzt und bin circa 20 Minuten mit dem Taxi zu meinem Hotel gefahren. Und während ich vom Fenster rausgeschaut habe, überall Menschen, 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 Menschen. Also 89.000 ist da schon, ich weiß nicht, für wie dumm, dass sie die Menschen halten. Aber teilweise glauben das ja auch wirklich viele. Aber das stimmt absolut nicht. Du warst ja vor Ort in Berlin, wie du gerade ja gesagt hast. Wie geht es denn da jetzt weiter? Es wird das kommende Wochenende auch wieder eine Demonstration angesetzt? Ich weiß es nicht, wie es weitergehen wird. Natürlich wird die Energie durch diesen Vorfall bei dem Reichstag, wie die Polizei reagiert hat, sicher nicht mehr so sein, wie sie jetzt war, weil das Vorgehen war zu aggressiv im Endeffekt. Dann kann man wieder ja sagen, ja, die Leute sind selber schuld, die was da vorgestürmt sind, das darf man nicht machen, bla bla bla. Ja, aber man kann immer miteinander, es kommt immer auf die Kommunikation an. Ich kann ja auch nicht jeden gleich schlagen, weil er irgendwas Komisches zu einem sagt. Das macht man einfach nicht. Das ist Höhlenmenschendenken. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und so wie die reagiert haben, ich glaube halt schon, dass sich dadurch die Einstellung ein bisschen ändern wird. Also das ganz heißt auch, dass keine Kinder mehr auf diese Demonstrationen gehen sollen und keine älteren Menschen mehr. Die Stimmung wird eigentlich verhärtet, die eigentlich so friedvoll hätte starten sollen, oder lieber René? Nenn uns vielleicht noch einmal für alle, die nicht wissen, die Beweggründe, warum man überhaupt gesagt hat, so viele reisen nach Berlin, so viele wollen jetzt irgendwie ihre Meinung hier erheben. Es geht hier nicht, ob es Corona gibt oder nicht. Das ist dahingestellt. Es gibt natürlich die Krankheit, nur ist sie bei weitem nicht so tödlich, wie es uns kommuniziert wird, beziehungsweise auch in der restlichen Welt so kommuniziert wird. Es gibt Ärzte, die was das mittlerweile auch schon sagen, nur diese Ärzte werden mundtot gemacht. In Österreich droht man diesen Ärzten mit der Entziehung dass sie halt das arbeiten können. Ich meine, wo sind wir da, dass niemand mehr seine Meinung sagen kann, sobald das ein Arzt irgendwas sagt, ist er gleich ein Rechtsradikal oder ein Verschwörungstheoretiker oder ein Lebensgefährder. Und ich bin der Meinung, dass man das offen und ehrlich miteinander eine Diskussion führen kann, wo beide Seiten im Endeffekt ihre Meinung sagen können. Und man kann ja das Ganze auch belegen und beweisen, dass die Todeszahlen in Österreich nicht mehr sind wie 2019 beziehungsweise 2018. Das gleicht sich aus. Sicher sind Corona-Tote da, aber wo sind die ganzen Toten, die was normalerweise an Influenza, an der Grippe gestorben sind? Und das sagen wir nicht nur, das gilt nicht nur für Österreich, sondern das gilt auch für den Rest von Europa bzw. für den Rest der Welt. Und die Leute haben halt genug davon, die was halt dort waren und sagen, hey, das geht nicht, wir müssen da eine offene Diskussion führen und belegt das Ganze, wie gesagt. Und nicht kommt mit dem Thema, dass man sagt, okay, jetzt kommt die zweite Welle, jetzt wird mehr getestet. Im Herbst kommt nachher die Grippewelle. Was soll dann passieren? Kommt im Herbst dann ein zweiter Lockdown? Auch wenn unser Bundeskanzler am Freitag sagte, es kommt kein zweiter Lockdown. Aber was ist, wenn ein zweiter Lockdown kommt? Wie viele wird es dann wirtschaftlich treffen? Was wird dann passieren? Große Sorge, oder? Dass wirtschaftlich jetzt einmal sowieso einiges passiert. Das ist sowieso ganz klar, dass die Wirtschaft natürlich jetzt schon mehr oder weniger sehr in Anspruch genommen wurde. Eine weitere Angst oder weitere Schilder hat man auch immer gelesen zum Thema Impfung. Eine Impfpflicht wird ja prinzipiell von den Regierungen noch abgestritten, aber man hat vielleicht eine andere Möglichkeit, das dann doch einzuführen. In anderen Ländern, habe ich auch mal gelesen, hat man angeblich die Gesetze schon geändert. Ist das richtig? Und in Schweden, da herrscht schon eine Impfpflicht, das heißt, dort dürfen die Behörden einfach bei dir zu Hause reinkommen, ohne Durchsuchungsbefehl oder sonst irgendwas, die Tür eintreten, dich dann herausziehen und dich impfen, als zum Schutz der anderen Zivilpersonen im Endeffekt. In Dänemark ist dieses Gesetz geschrieben worden, das ist dort möglich. Schweden ist das auch schon gemacht worden. In Österreich hat unser Bundeskanzler auch am Freitag gesagt, es wird keine Impfpflicht geben. Die, was sich impfen lassen wollen, die sollen sich impfen lassen. Die, was nicht, die lassen sich halt nicht impfen. Gut, dann kommt halt der nächste Step. Ich habe auch einen Amtsarzt kennengelernt, wie ich jetzt in Berlin war. Und er hat gesagt, ja, da findet man dann ganz andere Möglichkeiten, indem dass man halt dann sagt, okay, wenn sie nicht geimpft sind, dann dürfen sie
zum Beispiel nicht einkaufen gehen oder sie dürfen nicht auf die Bank oder sie dürfen nicht ins Einkaufszentrum oder sie dürfen nicht ins Kino. Und jetzt frage ich Sie oder frage ich euch bitte, jeder, der was diese Einschränkungen bekommt, wie viele Leute sagen dann wirklich, okay, wenn bitte, bitte gebt mir diese Impfung, damit ich wieder am normalen Leben teilnehmen kann, damit ich wieder ins Kino gehen kann, meine Freunde treffen kann, meine Eltern besuchen kann, einkaufen und so weiter und so weiter. Ich meine, das ist ja eine Erpressung. Aber es ist ja alles nur für uns zum Wohle von uns. Ich meine, geht's noch? Das ist Erpressung. Wenn man das als Privatperson macht, wird man dafür eingesperrt. Und unsere Politiker machen das einfach hinter der Linie und das wird noch verkauft als für uns positiv. Hallo? Soweit deine Einschätzungen. Alle Meinungen müssen natürlich gehört werden. Wie geht es jetzt nun für dich weiter? Jetzt hast du dich am Wochenende eben extra nach Berlin begeben, um hier zu demonstrieren. Willst du nun auch in Wien an Demonstrationen teilnehmen, falls es zu einer kommt? Wie sind deine weiteren Pläne? Ja, natürlich. Es gibt auch am 5. September am Heldenplatz von 10 bis 14 Uhr gibt es einen Spaziergang von der Plattform Respekt Plus. Da werde ich teilnehmen und auch natürlich bei den Veranstaltungen, was jetzt organisiert werden, mich mit einbringen. Und ja, wir müssen halt schauen, dass wir offene Diskussionen führen und auch diese Zahlen mal wirklich belegen. Weil es ist ja auch mittlerweile so, wir sind so weit gekommen, wenn jetzt jemand in der U-Bahn zum Beispiel hustet, die Leute drehen sich sofort um und wenn Blicke töten könnten, würden da einige umfallen. Das ist ja schon so aufgebauscht, dass wir uns gegenseitig im Endeffekt schon zum Diffamieren anfangen. Und wir hatten das schon in Österreich. Wir hatten schon so eine Zeit, wo andere Menschen verraten haben und angezeigt haben. Und wollen wir es wieder so weit kommen lassen? Ich meine, das geht einen Schritt zu weit.